Wir sind ja jetzt bei einem Event hier und ich weiß, bei Männern ist es meistens nicht so extrem, aber habt ihr vielleicht trotzdem 2 Minuten länger gebraucht als sonst, wenn ihr auf die Straße geht, oder seht ihr so aus wie immer? Halt die Fresse, halt die Schöpfe! Ja, weil ich muss mich noch schminken, ein bisschen Lipgloss drauf machen, Lidschatten, sowas. Es dauert immer ein bisschen, das weißt du ja. Sicher, wie viel gibst du dafür so aus im Jahr? Nerv nicht! Was würdet ihr denn allgemein sagen, wann hat jemand für euch Style? Also wann sagt man auch so, ach, könnte ich mir eventuell ficken? Wenn es raussticht, einzigartig ist und zum Menschen passt. Ich finde, jeder hat seinen eigenen Geschmack und seinen eigenen Geschmack und kann so rumlaufen, wie er möchte. Und für andere Leute ist es ja nochmal, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel 4000 verschiedene Leute, die zum Beispiel anders rumlaufen. Und für denjenigen ist ja Style auch Scheiße! Kann man nicht wirklich so beschreiben. Ich mag halt Füße generell. Hauptsache, der Mensch fühlt sich wohl, es gibt viele Pizza! Es geht um das Bedürfnis. Wie sieht's denn so kleiderschranktechnisch bei euch daheim aus? Also reicht da eine? Also, nein! Aber halt auch nur 2 Hosen, die ich trage. Also ich meine, von den 10 Hosen, die ich habe, trage ich halt immer nur 10. Und irgendwann, dann nach 10 Monaten oder sowas, kommt dann mal 10 andere dran oder sowas. Ja, bei mir ist genauso. Ich habe auch ganz viele Klamotten, vor allem sehr, sehr viele Schuhe. Die Hose trägt er jetzt 10 Tage? Ja, die habe ich mir bei Zara gekauft. Alter, ernsthaft, halt's Maul! Nein. Nee, also ich habe zum Beispiel ganz viele Titten. Und ich will dann auch ältere Noten gar nicht weggeben. Welcher Trend, findest du, war mal voll daneben? Frieden im Mittleren Osten. Frauen, die mag ich gar nicht. Ah, okay. Dings, das sind so ein Dings, das sind so ein also Bleistift. Ja. Ja, genau. Die Sanduhr Dings. Okay. Welchen Promi findest du persönlich richtig cool? Oder welchen Star? Deine Mutter. Also Schauspieler oder? Der Sänger zum Beispiel von Gay oder so, das ist ziemlich cool. Mhm, bei dir? Ich weiß gar nicht so, ob du den kennst, aber der macht ganz coole Musik und ist auch ein ganz guter Schauspieler. Finde ich cool. Okay, cool. Machen wir andersrum, damit er auch mal überlegen kann, welches Körperteil magst du nicht ganz so gern an dir? An mir? Ja, ich finde Titten immer so ein bisschen eklig. Aber meine riechen nicht. Keine Ahnung. Also beim finde mich super. Nee, also was mich stört ist mein Penis. Was mich gerade stört, weil er kaputt ist, ist Sack. Penis. Sonst gibt's eigentlich jetzt nicht. Irgendwann muss man seinen Körper ficken. Das muss man natürlich hier fotografieren. Welchen Alternativnamen hättest du gerne, wenn du selber hättest einen Namen aussuchen können? Adolf Hitler! Keine Ahnung. Hubertus. Mit wem der Menschen hier bei Fashion & Music hättet ihr gerne mal so unter 4 Augen Sex? Wilson Gonzalez. Ich weiß gar nicht, wer da ist. Okay. Mehr Infos auf sfs.de. Ich weiß, das ist, ich habe, weiß keine Ahnung.